Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei New Remastered beim DLC Drache des Norns. Wir haben in der letzten Folge den guten Hanzo verloren und wir sind der William und wir suchen nach dem Hanzo. Hier ist es sehr viel Schnee und ich habe so dieses typische, ich weiß auch nicht, dieses typische Nioh-Gefühl, das ich hatte, als ich begonnen hatte, dieses Spiel zu spielen. Ganz am Anfang, als meine PS5 gerade angekommen war, legte ich dieses Spiel ein und ja, bei jeder neuen Aufnahme hatte ich irgendwie Angst. Ich weiß auch nicht warum. Dieses Spiel ist so gnadenlos. Ich finde es irgendwie anstrengender wie Elden Ring, ehrlich gesagt. Los, power dich endlich aus. Los. Das ist so, ich weiß auch nicht. Dieses Spiel macht mir Angst, wenn ich mich hier nicht auskenne. Hier fühle ich mich immer wie so eine Wurst. Wenn ich bei Elden Ring zum Beispiel gegen den Baumwächter verliere, dann fühle ich mich nicht wie eine Wurst, sondern ich weiß auch nicht. Da könnte ich drüber lachen. Aber hier, es nimmt einen so die... Ich weiß auch nicht. Was ist mit ihm los hier? Was soll das? Hä? Oh. Schön. Wir haben noch nicht viele Kodamas gefunden. Ach, wir sind ja hier. Ach, stimmt. Da war ja was. Hm. Okay, wir essen mal das hier. Oh, wir hatten den Christ da vorne hingestellt. Der Christ ist ein bisschen zu weit vor und ich sehe ja gar nichts. Macht denn der Christ vor meinem Fernseher hier? Was soll das? Oh, hat die Familie gerufen. Oh. Du Arsch. Renne. Haha, da ist noch jemand verbrannt. Hä? Ja, dieses Spiel ist irgendwie, ich weiß auch nicht, gemein. Oh, falsch. Diesen Schirm. Komm mit mir. Was macht denn der mit mir? Hat er mir jetzt das Herz entnommen? Wie der komische bei Indiana Jones. Ah, gleich wohin. Heieiei. Das ging ja schon mal ein bisschen schneller hier. Da stoppt man. Ach, da stoppt man gar nicht. Was ist die? Schildkröten überall. Oh. Oh, das ist doch wieder so einer, dem irgendwas wächst. Okay. Oh, hallo. Hallo, der Herr. Bitte gehen Sie nach Hause.
Sie verkühlen sich noch. Wen haben wir denn hier? Elswitch. Wir gucken mal, was der Elswitch kann. Wird nichts gegessen. Muss ich erstmal was reinpfeifen hier. Hey. So, was gibt's denn hier noch? Da oben will ich hin. Ich will aber auch hier unten hin. Aber da könnte man auch... Ah, da muss man eh dann dahin. Könnten auch da lang an sich. Es sind überall welche. Ha, macht man jetzt hier. Wenn wir sterben, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Der Typ da oben... Hallo, ihr Süßen. Oh, ich muss da echt nicht unbedingt wieder irgendwas drauf machen. Oh! Eieiei. Oh, die sind aber gemein. Oh, da ist ein kleiner Kodama. Wo ist denn der hin? Hä, hey, macht denn der da? Ja, jetzt. Oh, endlich. So, was gibt's hier? Schmiedestein. Hallo, geh nach Hause. Oh, da oben steht auch einer. Okay. Ich kenne dich. Ich kenne die Typen wie dich. Bald kein Leben mehr. Oh Gott, ich muss sie weg. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war aber knapp jetzt. Ach du Heilige. Ja, das wird aber... Oh, ja natürlich. Aha. Kann das sein, dass ich hier lang muss? Noch einen anderen Weg. Oh. Der kommt hierher. Okay, wir müssen mal was anderes tun. Wir müssen... Pullen da drin. Wo ist denn der hin?
Ich habe nur ein bisschen Angst vor dir. Das sind gleich zwei von denen. Wie soll ich das hinkriegen? Ja, die können das halt einfach. So, wir basteln es erstmal schnell. Einen Schnellreisepunkt. So, Schnellreisepunkt ist gebaut. Was macht man jetzt? Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, ich komme nicht weg. Schrei gekriegt. Oh Gott, nur eins. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein kleiner Kodama? Speichern. Oh. Hallo, Diane. Ah, hier fehlt eine Leiter. Wo ist man hier? Ich will erst mal gucken, wie der hier da vorne hinkommt, wo der andere noch ist. Gehen mal schnell gucken. Ich meine, wir haben ja jetzt die beiden Nebel erstmal weggemacht, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Falls uns irgendwas Schreckliches passieren sollte. Ja, vielleicht ist es doch eher schlimm. Och. Eine heiße Quelle. Eine heiße Quelle. Geht's denn hier lang? Wir gehen gleich mal zur heißen Quelle. Ach so, okay. Gut. Dann geht. Aha, da können wir auch lang. Gehen erstmal baden. Hallo, ihr Schnuckis. Ja. Gut, hätten wir das. Zu unserem Freund, der kommen wir leider noch nicht. Da müssen wir, glaube ich, vorne lang. Hm? Das haben wir schon abgeerntet.
Okay, dann machen wir das mal. Aber vorher würde ich gerne noch hier das eine Blutgrab mitnehmen. Wo ist der denn? Och, guck mal da. Eigentlich sind wir nochmal zurückgekommen. Magic 0809. Jetzt kann ich mich einfach hier so fast rummachen. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Ich habe hier irgendwo jemanden vergessen. Wohnt der da oben auf dem Berg? Okay, na gut, wir sind ja eigentlich hier geschützt. Dann machen wir das mal. Wir haben einen kleinen Kodama zurückgebracht. Wir schauen auch erstmal. Da ist voll. Oh, was haben wir hier? Auszeichnung. Bringen wir uns nichts. Haben wir irgendwas Neues, Cooles, das wir irgendwie benutzen können? Oh, unbetroffener Typ. Gemeinwohl. Okay, gut. Wir haben erstmal nichts dabei, was wir irgendwie gebrauchen könnten, glaube ich. Jetzt überlegen natürlich. Hat uns jetzt jemand bemerkt, dass wir die da umgebracht haben oder eher nicht so? Oh, das ist so ein anderer Typ. Ja, ich wusste es. Aber das Problem ist, dass der immer da ist, gell? Gut, hier sind keine Bösen mehr. Mit denen, die können wir nichts anstellen. Es ist hier noch irgendwo einer. Oh, da! Guck mal, der hier. Habe ich ja mal gar nicht für voll genommen. Aber er brennt. Brennt er jetzt so lange, bis er umfällt? Nee, leider nicht. Dem immer alles. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich nicht kann. Deswegen muss ich immer alles verballern. Aber der. Hä? Ich bin vergiftet. Wieso bin ich denn bitte vergiftet? Was ist denn der? Was soll denn der Blödsinn? Wieso bin ich vergiftet? Wo ist denn mein Giftzeug? Kein Gift. Oh, das war aber.
Oh nein, ich hätte vergiftet bleiben sollen. Irgendwie hat das meinen Schutzgeist ausgelöst. Mist. Hallo, ihr Süßen. Kommen Sie bitte hierher. Oh, was ist hier los? Oh. Was ist denn hier los? Eine Katastrophe. Oh, wo ist mein Vieh? Hier steht's. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Hier. Können wir eigentlich hier die Source wirklich nicht benutzen? Oder war das nur so ein Ding halt? Was das so erzählt hat, einfach so. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, um die anderen alle drumherum, oder? Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist hier. Also der. Was ist denn er bitte für ein Freckel? Er hat gar keine Haare auf dem Kopf. Er hat mich einfach umgebracht. Ja, hoffentlich kriege ich jetzt meinen Amrita zurück. Dann muss ich schnell hinrennen und wegrennen. Mit dem komischen Rumgetänzel. Was soll denn das auch? Ach, das ist ein normaler. Los, nochmal. Die haben anscheinend irgendein Dings, wann die rauskommen. Hm.
hier ist nichts in der Kuhle. Schnell hier rübergerannt. Was ist denn mit ihm? Was spielt Nerven eine Rolle hier? Ich traue ihm nicht. Bleiben wir hier in unserer Kuhle stehen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in diese Woche. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.